Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play oder vielleicht auch einer Art Let's Show. Und zwar spielen wir heute den Data Dealer, ein Online-Spiel, was in einer Demo-Version jetzt rausgekommen ist vor einiger Zeit, wie ihr hier lesen könnt. Und wir klicken hier mal auf Mehr, um zu sehen, um was es darum geht. Ganz einfach, ihr müsst so viele Daten sammeln und zu Geld machen, wie ihr könnt. Und das Spiel kommt aus Wien, aus Österreich. Und es ist ein Browserspiel. Ja, es ist natürlich eine Anspielung auf die aktuellen Ereignisse der Datensammelwut diverser Webangebote. Und ihr seht natürlich ja Lizenz Creative Commons, dieses Spiel. Ja, es ist eine Demo-Version. Und die gucken wir uns jetzt einfach mal an. Wir gucken uns erstmal das Team an, wer das hier gemacht hat. Ach, das sind sie hier. Ivan Averintsev, Wolfie Christel, Pascal Osterwalde und der Ralf Traunsteiner haben dieses Spiel gemacht. Na gut, wir gucken einfach mal erstmal in die FAQs rein. Ja, persönliche Daten sammeln, verknüpfen und verkaufen hemmungslos und in ganz großem Stil. Data Dealer ist ein Facebook-Spiel, das von einem kleinen Team aus Wien entwickelt wird. Wir machen das alles mit wenig Budget und ohne kommerziellen Hintergrund. Ja, und darum geht es. Hol dir die besten Daten, Leckerbissen vom Schwarzmarkt, betreibe Gewinnspiele, Online-Partnerbörsen und ein eigenes Social Web, sammle Millionen von Persönlichkeitsprofilen, bis die Datenbank raucht, jedes dreckige Detail zählt, auch scheinbar unwichtige Infos sind Gold wert. Verkaufe deine Daten an Banken, Konzerne, Versicherungen, Behörden. Bist du bei deiner Datensammelei immer legal unterwegs? Wohl kaum. Ja, Haha, auf meinem 27 Zoll Full HD Bildschirm ist die Spielfläche zu klein, auf meinem 9 Zoll Netbook ist die Spielfläche zu groß und ich muss dauernd scrollen. Ja, Pech gehabt. Na gut, dann gucken wir mal in die Demo rein. Da gibt es auch noch ein Video, das könnt ihr euch ja selber angucken. Demo starten. So, das lädt jetzt erstmal ein bisschen hier. Soweit ich weiß, gibt es in der Demo noch keinen Sound. Also es kann sein, dass es im Hintergrund ein bisschen trist oder langweilig ist. Aber das kommt ja dann auch noch. So, jetzt sind wir fertig. Hey, willkommen beim Data Dealer Demo. Bist du bereit? Das ist deine Datenbank, bereit für Millionen hochwertiger Persönlichkeitsprofile. Der Schwarzmarkt gegen ein wenig Cash liefern dir deine Kontakte erstklassige Ware. Sammle Profile, hol dir neue Profile ab und lass die Datenleitung glühen. Gründe eigene Firmen und Online-Projekte. Mit Gewinnspielen oder Internetpartnerbörsen lassen sich gut Profile scheffeln. Bau deine Projekte aus, mache Werbung und stell dir dein Team zusammen. Stell deine Datenbank gegen Cash-interessierten Firmen zur Verfügung. Mache gute Deals und lass die Kasse klingeln. Im Inneren deiner Datenbank sieht es schon ganz gefüllt aus. Tipp: Wirf zuerst gleich einen Blick in deine Datenbank und schau, was zu tun ist. Get ready. Noch Fragen? Dann wirf einen Blick in die Hilfe. Unerschrockene legen ganz einfach los. Machen wir einfach mal und ihr seht, wir haben ja schon recht viel. Das liegt daran, dass diese Demo-Version, ich sag mal, man fängt ja sozusagen mit einer vollen Firma an. Das ist das Spielfeld. Kann man hier scrollen? Ja, ein bisschen kann man scrollen. Okay. Datenbank, so sieht's aus. Sehr interessant. Hier oben gibt es einige. Was ist das? Status. Ach, das sind Daten bei Personen. Okay. Das ist wahrscheinlich das Budget. Okay. Energie. Risiko 12%. Und was ist das hier? Level 2. Na gut, Hilfe. Hol dir die besten Datenleckerbissen vom Schwarzmarkt, Gründe und Online-Projekte. Ich glaube, das kennen wir schon. Elemente verschieben.
Okay. Gucken wir mal rein. Ich kann ja verschieben, das ist gut. Die Schwester Elfriede. Hör mal hier, die schreibt irgendwie abholen. Die Frage ist, was man dort abholen kann. Schwester Elfriede arbeitet beim größten Krankenhaus des Landes. Seit 20 Jahren opfert sie sich in der Pflegestation auf. Jetzt wurde ihre Arbeitszeit verlängert und ihr Lohn gekürzt. Das findet sie gar nicht okay. Zufällig hat sie vollen Zugriff auf den Krankenhauszentralcomputer, braucht das Geld und wäre bereit, uns zuverlässige Daten über den Gesundheitszustand ihrer Patienten zu besorgen. Das finde ich gut. Mache ich einfach mal. Ich denke, ich muss da bestimmt einfach hier draufklicken, oder? Ja, jetzt habe ich die Daten. Die jetzt in meiner Datenbank drin stecken. Cool. Hier können wir das auch noch machen. IQ-Test. Oh, IP-Adresse wird ja gebraucht. Eieieiei. Ausbauen. Ach, hier kann man auch noch ausbauen. Das ist ja cool. Ergebnis per Post, das finde ich gut. Dann kriegt man nämlich gleich noch die Adressen dazu von den Leuten. Ha, und schon haben wir wieder ein bisschen. Ja, so läuft das. Ex-Sportler, na, das sieht ja zum Glück überhaupt nicht aus wie. naja, wisst schon, wen ich meine. Den kaufen wir uns mal. So. Das müsste uns jetzt irgendwie Geld bringen. Abholen tun wir das auch noch. Und hier oben, Vorteilsclub. Ja, passt. Abholen. Und hier unten beim Mobilfunk-Discounter können wir ein bisschen was kassieren. 120. Achso, bevor jemand einen Vertrag bei uns bekommt, brauchen wir ein paar Infos über Einkommen, Zahlungsmoral und so weiter. Leute, die über ihre Verhältnisse leben oder gar Schulden haben, machen uns nur Probleme. Die nehmen wir nicht, die will keiner. Richtig. Den schicken wir mal ein paar Daten rüber. Was ist das jetzt hier für ein Button? Da gucken wir in die Datenbank rein. Besuchte Schulden, Lebenslauf, neue Profile. Onkel Enzo. Die neuen Profile müssen in der Hauptdatenbank integriert werden. Ja, machen wir es einfach mal. Cool, jetzt hält das so auf. Positiv. Die Datenbank wurde erfolgreich aktualisiert. Neben 40.000 neuen Profilen konnten 8.300 vorhandene Profile identifiziert und mit neuen Eigenschaften verbessert werden. Was passiert, wenn ich jetzt hier draufklicke? Ach so. Was machen wir mit allen einfach? Quelle Gewinnspiel. Ja. Machen wir hier auch nochmal mit denen. Das ist die Schwester Elfriede, die hat uns die Daten gegeben. Die pflegen wir natürlich gleich ein. Hier oben unsere Daten vom Psychotest. Machen wir natürlich auch gleich. Viel Geld haben wir anscheinend nicht mehr, aber. Der Vorteilsklapp, auch alles einpflegen. Und ja, jetzt mal wieder eine große Datenbank. Hier gibt es noch mehr Passwörter. Sehr interessant. Fremde Passwörter in deiner Datenbank, ganz schön heikel. Aber wer weiß, vielleicht kannst du später mal was damit anfangen. Zur Sicherheit natürlich einfach mal abspeichern. Eventuell kannst du damit User irgendwelcher Online-Portale wiedererkennen, obwohl sie pseudonyme und anonyme E-Mail-Adressen verwenden. Und falls du mal so richtig in Cash-Nöten bist, gibt es finstere Gegenden am Datenmarkt, die auch an heiklen Angelegenheiten interessiert sind. Cool, vielleicht können wir das gleich mal verscherbeln, die Passwörter. Mara Loft. Ach, eine Hackerin. Die Bahn. Ah, okay. Mit fast 50.000 Angestellten sind wir einer der größten Arbeitgeber des Landes. Außerdem muss unsere Personalabteilung jedes Jahr 4.000 Bewerbungen abarbeiten. Vom Lehrling bis zum Abteilungsleiter. Wir brauchen ein paar Background-Infos über unsere aktuellen und zukünftigen Angestellten, damit wir die schwarzen Schafe schnell aussortieren können. 270 Geld, Dollar bieten die mir dafür. Kann ich hier irgendwas anklicken? Ach so, das ist einfach. Ich weiß jetzt nicht, was diese Markierung hier bedeutet. Blau und hier ist orange. Aber ich klicke einfach mal auf Deal starten.
So, was passiert jetzt? Muss ich denen jetzt irgendwelche Daten bringen? Was wollten die Vorname und Nachname? Die Frage ist jetzt aber, was ich damit jetzt zu tun habe. Ich habe doch aber das Zeug. Ach, jetzt fließen hier Daten. Cool. Kassieren. Das ist ja krass. Und was wollen die? Krankenversicherung. Unsere Krankenversicherung wollen viele, ist schon nützlich im Fall der Fälle, nicht nur für die Älteren, aber manche Krankheiten kommen uns wirklich teuer. Bevor wir jemanden neu aufnehmen, brauchen wir unbedingt Infos über die Vorerkrankungen und Risikofaktoren. Erst dann können wir entscheiden, wie teuer die Prämie wird und ob wir überhaupt jemanden aufnehmen. Ich nehme an, blau. Blau wollen die vielleicht haben, die Daten, und rot nicht. Ich klicke einmal auf Deal starten. Hier fließen schon wieder die Daten. Was macht unser Psychotest? Müssen wir mal gucken, ob man das irgendwie. Was bedeutet aufladen? Ach so, da wird irgendwas aufgeladen, okay. Die Partnerbörse. Fake-Profile, das ist ja cool, aber noch gesperrt. Wie es halt auch bei echten Partnerbörsen vor einiger Zeit mal diskutiert wurde. Fake-Profile. Was haben wir hier? Baumeister, TV-Spot, Matura-Reise. Das ist, glaube ich, das österreichische Abitur. So, wo sind jetzt meine Daten? Das können wir abkassieren. Bang, 280. Gewonnen und Daten abholen. Haben wir wieder ein paar neue Daten hier drin. Gehen wir mal in die Single-Börse rein. So, wir müssen jetzt natürlich unsere Profile hier wieder einbinden. Cool. Ja, ich glaube, viel mehr können wir in der Demo ja schon fast gar nicht machen. Oder? Gut, irgendwelche Deals haben wir eigentlich alle schon gemacht. Okay. Aber gucken wir mal beim Onkel Enzo rein. Er nennt sich Onkel Enzo und behauptet, sich in das Online-Netzwerk eines globalen Spielkonsolenanbieters gehackt zu haben. Angeblich war das ziemlich easy. Er bietet uns nicht nur Namen und Adressen, sondern auch Passwörter, Kreditkartennummern und Gamelisten. Insgesamt hat er fast 1 Million Datensätze allein aus unserem Land. Da müssen wir unbedingt dran. Ja, aber sicher, gib uns die Daten. Mara Loft ist der Zwischenhändler. Ja, sieht danach aus. Das macht unser Gewinnspiel. Laden war auch mal off, jetzt sind wir fast pleite. Aber wir können es hier oben Daten abholen. Level 5 habe ich erreicht, cool. Neuer Agent, ganz schön umtriebig. Du hast über Umwege neue Bekanntschaften gemacht. Dr. Ernst Krasser kennt viel die wichtigen Leute im Staat. Ja, Sieglinde Bayerwurz und Franz Sauerzapf haben wir jetzt neu dabei. Was können die machen? Ja, das ist zwar. Ja, der kennt die wichtigen Leute im Staat. Aber wir haben gar nicht mehr das Geld dafür zu füttern. Franz Sauerzapf ist Gerichtsvollzieher und hat schon lange Zeit, jeden Tag diese schwer verschuldeten armen Schweine zu besuchen und denen auch noch Fernseher, Computer oder Auto wegzunehmen. Er ist irgendwie zynisch geworden, nennt man das Burnout. Wenn du ein paar Kröten rüberwachsen lässt, schickt er dir gern regelmäßig die Daten seiner Kunden. Und was macht die Sieglinde? Abteilungsleiterin im Bildungsministerium und hat mit dieser neuen zentralen Schülerinnen-Datenbank zu tun, in der seit kurzem zur Vereinfachung der Verwaltung jede Schul- und Universitätslaufbahn mit allen Einzelheiten abgespeichert wird. Ach so, und die werden dann bestimmt alle Daten zukommen lassen. Finde ich knorke. So, jetzt haben wir besser ein paar neue Daten, die wir wieder importieren
importieren können. Vielleicht können wir wieder was verscherbeln. Ja, hier ganz viele neue Daten. Das, unsere Datenbank ist riesig groß. Guckt euch das mal an. Wow. So, mal wieder was zum Verscherbeln. Ja, wir verscherbeln mal wieder ein bisschen was hier. Und dann können wir dort oben mal die Sieglinde anfüttern, wenn das hier mit unserem Geld klappt. Ja, das ist ja insgesamt noch die Demo-Version vom Data Dealer. Ich hoffe mal, dass es in der Vollversion ein bisschen mehr gibt. Ein bisschen umfangreicher wird, weil viel können wir jetzt hier im Moment nicht tun. Diese Gläne, die füttern, wir uns fehlen da 10 irgendwas Geldeinheiten, die wir jetzt erreicht haben. Also füttern wir nochmal diese Gläne an hier. Zack. Huch, Datenbank will ich nicht verschieben. Was macht unser Mobilfunk, unsere Krankenversicherung? Braucht noch ein bisschen. Jetzt können wir kassieren. Das können wir auch in Franz anfüttern. Ja, das ist der Data Dealer Demo-Version, ein Browser-Spiel. Also ich hoffe mal, dass es davon die Vollversion bald geben wird demnächst. Ich denke mal, ich selber werde es nicht unbedingt spielen. Aber ich finde die Idee sehr interessant, zeigt, wie die ganzen einschlägigen Netzwerke an eure Daten kommen, eure Daten vertickern und da Geld verdienen. Und hier könnt ihr das nachvollziehen und es hilft natürlich auch dann zu merken, ob eine Webseite Geld verdienen will, zum Beispiel diese einschlägigen IQ- oder Psychotests, die Geld wollen. Mit diversen Tests kann ich echt nur sagen, Finger weg vor sowas. Oder irgendwelche Vorteilskarten. Möchte keine Namen nennen, wo man dann irgendwelche Punkte kriegt und davon kriegt man dann irgendwie Rabatte. Ist natürlich datenschutzmäßig auch sehr bedenklich. Ach, hier die Anspielung, Partnerschaft mit Möbelhauskette, die Anspielung auf die eine bestimmte Möbelhauskette ist auch überhaupt nicht offensichtlich hier an der Stelle. Ja, sehr zu empfehlen. Ich kann echt nur empfehlen, achtet drauf, wem ihr eure Daten alles gibt. Gerade bei einschlägigen, wie sagt man, sozialen Netzwerken, wo da alle Daten, wo viele Leute einfach alles da eintippen, ihr gesamtes Leben dort teilen, muss ich ehrlich gesagt nicht haben. Ihr sicher auch nicht, ihr wollt das sicher auch nicht. Und ja, an der Stelle sage ich einfach, passt auf eure Daten auf, was damit anstellt. Ja, das war der Data Dealer. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hier die Demo-Version anzuschauen. Adresse ist datadealer.net. Und ja, wer sich es anschauen kann oder möchte, kann dies gerne machen. Und ich sage einfach an der Stelle jetzt Tschüss und auf Wiedersehen vom Datendealer. Ciao.